Diese Häuser kosten nur 1 Euro, aber niemand kauft sie. Das ist Patricia. Ein abgelegenes mittelalterliches Dorf in der Nähe von Rom mit knapp 3000 Einwohnern. Hier ein Haus zu besitzen wäre doch ein Traum. Das dachte sich die Gemeinde auch und wollte 40 Grundstücke verkaufen, um die Häuser und damit die Bewohner finanziell zu retten. Doch das scheint wohl schwieriger als gedacht. Denn obwohl die Häuser für 1 Euro am Markt sind, konnte der Bürgermeister erst 2 verkaufen. Grund dafür sind die rechtlichen Hürden. Andere italienische Städte sind wegen Naturkatastrophen unterbevölkert. Da gibt es zum Beispiel Mussomelie auf Sizilien oder Ololai auf Sardinien. Deshalb darf man dort leerstehende Häuser ohne Erlaubnis der Eigentümer verkaufen. Das ist in Patricia aber nicht der Fall. Dort braucht man die Bereitschaft der Eigentümer oder Erben, ihre Häuser zu verkaufen. Das kann auch schwierig werden, weil viele schon vor langer Zeit ins Ausland ausgewandert sind und somit die Suche nach ihnen noch schwerer ist. Würde man sie finden, kommen auch Gebühren von bis zu 2500 Euro auf die Erben zu. Die Häuser sind auch in einem stark verwahrlosten Zustand und müssen renoviert werden. Doch Bürgermeister Lucio Fiordaliso gibt nicht auf. Denn um die Attraktivität des Städtchens zu steigern, werden Leute, die sich dazu entscheiden, ein Geschäft in der Stadt zu starten, 10 Jahre von gewissen Steuerzahlungen befreit. Würdest du dir so ein Haus kaufen? Schreib's in die Kommentare.